Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hafen hier gebaut und das Hafengebiet so ein bisschen angepasst. Und auch begonnen, ein bisschen hier das kanalförmiger zu machen. Weil wir werden den hier gerade nach oben finden und dann hier so schräg ran. Um ein bisschen mehr Planung an dem ganzen Ding dran zu haben. Und ja, am Ende haben wir dann noch hier den Hafen errichtet, der uns jetzt hier schon tonnenweise an Sachen liefert. Von Gemüse, Fahrzeugen über Chemikalien wird hier alles in die Stadt geliefert. Wie viel hat das? Hat er ein Lager? Er hatte was auf Lager. Mittlerweile scheint es alles schon auf LKWs verladen zu sein und ready to go. Hier scheint der erste sogar an die Hunde, die sich gleich verbracht. Hier, der hat uns Getreide geliefert zum Beispiel. Also hier geht es viel um Umschlagplatz. Ich würde jetzt gerne mal schauen, was für Ressourcen wir hier auf der Karte noch haben. Wenn wir hier schauen, wir haben hier noch irgendwo dieses Ressourcenfeld gehabt. Das war... Hier, was ist das denn? Erzvorkommen haben wir auf der Insel hier. Genauso wie wir hier ein Erzvorkommen haben. Hoppala. Hier haben wir ein Ölvorkommen. Hier haben wir nochmal Getreide. Oder? Landfruchtbarkeit, ja. Wir haben noch ein, zwei Landfruchtbarkeitsgebiete hier auch zum Beispiel drunter. Das ist viel, was wir noch ansehen könnten. Hier hätten wir nochmal eine Ölkante zum Beispiel auch. Aber da ist es der Flughafen, das ist eher blöd. And we're pervading some of the finest classical music on the air. Ja. Keep that dial right here. Interesting. Wo genau war das hier? Da drin hier. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks? It means we're not cutting things close enough. Well, no. So. The point hier is haben wir dann noch die Bahn. And bringing money into local. That's right. Aber das U-Bahn, das ist zu viel. Too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after that. Local stargazers are in for a real treat tonight as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Okay. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Müssen wir schauen, ob wir das hier rankriegen. So geht das, ne? So, lass uns den mal noch ein bisschen wieder in die Mitte kriegen. Oder kann ich hier sagen, gehe hier so und dann dreh dich so? Ja, perfekt. Dann würde ich dich hier mehr mittig ausrichten wieder. Super. Ich hier jetzt schon wieder den Schienenanschluss. Den müssen wir dann nur noch wahrscheinlich am besten hier rumfahren lassen. Dass er sich dann hier mit dem neuen Schienennetz anbinden kann, auch alles. Warte, gerade auslegen. Und dann hier. Also auch wieder so, wir legen hier nach vorne. So. Muss man hochlegen, wenn sein muss. Meter, dasselbe machen wir hier oben. Und so gut wie mögliche Ausrichtung, also 73 Meter. Der kleine Unterschied in dem wurscht. Nur, dass schon wieder hier keine Verbindung ist, ist wieder eine Tragik eigentlich. Lustig, der verliert immer die Verbindung. Das ist... Schöner Bug hier. Schöner Bug. So, und... Hier so an der Bahn... An dem Bahnhof da dann abrichten. So.
jetzt bist du hier oben wieder. Ah, unsere Verbrennungsanlage sitzt da ganz oben. Stimmt. So, und ihr habt hohe Ressourcenkosten. Aha, aha. Gut, wir müssen nochmal gucken, weil, wenn ich mich nicht irre, sollten wir die die Besteuerung für Software nochmal ein bisschen runter reduzieren und schauen, ob wir damit noch ein bisschen was reinlocken können. Denn das ist, was uns noch richtig fehlt aktuell. 4 Millionen, okay. Der Gewerbe hält bis zu 26, denke ich mal aus. Die wollen immer so viel haben, aber... Ansonsten sollen sie halt hier oben ein bisschen Gebiet nehmen. Also, wow. Da ist gerade noch ein Space Shuttle, ein Raumschiff gestartet. Holy shit, hat mich das erschreckt. Aber das kann eine andere Attraktion auch werden, von daher... Passt das eh ganz gut. Machen wir noch ein bisschen Gebiet auch hin. Dann wird das eine schöne Ecke am Ende. Jetzt müssen wir nur das Ganze hier noch verbinden. Vorteil ist, wir können wahrscheinlich mit den Schienen hier unten drunter laufen. Wenn ich das richtig sehe. Nein, 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 nein. So. Nochmal von vorne das Ganze, bitte. So. Ihnen. Einfach mal das erste straight. Dann nehmen wir die Doppelkurve, bedeutet, wir gehen hier hin. Sagen wir wollen hier lang und gehen dann hier so lang. Genau. Dann können wir hier unten durch. Euch müssen wir jetzt eh erhöhen. Dann hier wieder abwärts. Kann ich jetzt hier mit den Schienen durch? Schaut so aus. Das heißt, nicht schon wieder ungültige Form, muss ich da eher dann da vorne durch oder was? Scheint so, okay. Dann halt so, das ist doch mir jetzt auch wurscht hier. Also so. Bis hier vorne und dann so. Gut. Und dann würde ich gerne schauen, dass wir hier... Das ist die Kurve, jetzt irgendwelche Kurve. Hier so drum gehen und dann am besten... Das ist doch mit dem Drehen, das ist doch wieder eine Scheiße. Ich muss das hier irgendwie um die Kurve kriegen. So bleiben. Dankeschön. Wartet mal kurz. Gib mir 7 Minuten. Sag mal, lieber Schatz, die wollt's eh noch angucken. Okay, Leute, da ging es jetzt nur ums Räumen noch, weil wir heute noch viel oder ein bisschen was zu räumen haben. Und das muss alles heute natürlich noch geschehen. Ansonsten wird es eng. So. Ich gebe jetzt hier so um die ähnliche Kurve. Hätte ich eigentlich auch erst mit einem Aufwachen machen können, ne? Aber schauen wir mal, vielleicht kriegen wir so ein bisschen... What?
Also ganz ehrlich, ich hätte bis dahin noch die normalen Schienen verwenden sollen. So. Dann kann ich die upgraden. Das wäre eine mega coole Sache, wenn ich die einfach upgraden könnte. Cool. Nice, das ist eine geile Sache. Ja, das ist doch besser. Und jetzt können wir hier... Wenn ich das richtig mache... Schön mit den Schienen entlang. Ja, da können wir rein theoretisch hier sogar einen Hafen ranbringen noch oder sowas. Das ist gleich gar nicht schlecht. Wir werden aber jetzt erstmal die Hauptschiene machen. So, warum funktioniert das jetzt hier angeblich nicht? Ich kann doch jetzt einfach bis hier zum Beispiel hingehen. Wir sind ja schon auf einer Höhe, in der nichts passiert, oder? Jetzt ist wieder alles in Ordnung, hä? Also kannst du halt viel besser das Ganze hier organisieren. Jetzt müssen wir halt hier vorsichtig raufkommen. Bisschen gerade ziehen noch, dann schaut das ein bisschen ordentlicher aus. So. Hier gehen wir wieder ein Stück rauf. Ziehen das bis hier rüber. Gehen dann wieder runter. Und so binden wir uns jetzt. Warte. Du bist weg. Eine Doppelschiene bitte. Und so binden wir uns jetzt, wenn das funktioniert, an das ganze Netz an. Super. So kann man jetzt von hier ganz simpel hier rüber bis in das Gewerbegebiet. Und hier noch eine Abzweigung, um hier einen Personen-Ding hinzusetzen. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Ja, lagernd haben wir jetzt hier schon einiges. Bringt ihr Sachen ran? Macht ihr? Ab. Ach du Himmel. Ach du Himmel, okay. Kann man das irgendwie so zu... Dreispurig, das wäre gleich noch gar nicht schlecht. Blöd ist auch, dass sie alle wieder hier sind, genau in diesem Eingang. Ach, come on. Alles Stauverursacher, das gibt's doch gar nicht. Ah, die holen ja auch nur, oder? Das sind ja keine, die liefern. Besitzer von... Kauft ein. A driving advisory has been issued for the immediate area due to... Alter, was liefert der denn alles? Der war ein lustiger...
outside and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon Radio, classical for the modern age. Unlike most, also hier staut sich's gefühlt nur. Always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper, using only their imaginations as guides through a silent audio masterpiece. Now, spannend ist, es sind drei Einfahrten. Full volume, and our souls are transported. Ich will das probieren. But let us not tarry. On to the next episode. Wenn ich hier eine simple Straße tue. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. Ist das so schlauer? You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Das wäre komplett bescheuert. That's good for business. Schau, was passiert. Good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Ich bin gespannt. Fahren sie alle außen rum und werden versuchen, um den Verkehr rumzukommen. Ja, es ist jetzt aber auch gerade nur ein Test. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache zwei spurige Einbahnstraßen draus und ihr werdet nur einfahren zum Beispiel. Okay, das mag das Spiel nicht. Ich hätte irgendwie gehofft, dass das funktioniert. Ne, das nimmt er auch nicht. Irgendwie ist der Verkehr verwirrt. Könnte von meinen scheiß Ideen kommen, die ich gerade ausprobiere. Hihi. Ja. Aber schauen wir mal. Weil sonst machen wir das wie folgt. Wir haben hier eine vierspurige Straße durchgezogen. Tun die Kleinen zu einer vierspurigen. Dich downgraden zu einer zweispurigen. Weil so scheinen sie besser reinzukommen, als wenn sie von der Straße aus abbiegen müssen. Ah, Jedewitzka. Wahrscheinlich ist es dann auch schlau, wenn wir das hier wieder abreißen, so. Und dann hier sagen, wir gehen hier hin. Und bauen dann hier eine vierspurige Straße dran. Oder? So. Dann können sie gerade rein eigentlich direkt. Ja, dann muss ich gleich doch noch vielleicht ein bisschen experimentieren, wie ich das am schlausten mache.
Aber ich denke, mit der Zeit wird es dann auch schon. Wir haben jetzt hier ein schönes Schienensystem schon mal verbunden, das ist schon mal positiv. Wir haben hier eine Abfahrt, eine zweite. Ah, das habe ich beinahe wieder vergessen. Stimmt. Hier musste es ja auch wieder alles angebunden werden. Warte mal. So, erstmal gerade, erstmal wo ich hin will und dann wie ich es machen möchte. So. Superb. Superb. Das taugt mir jetzt schon wieder, ja. Dass das jetzt so funktioniert, bin ich auch happy drüber. Das ist super, dass das so klappt. Dann müssen wir jetzt nur schauen noch, dass da... Oh, da sind schon Gebiete abgerissen. Kann... Das Gebäude kann gemietet werden. Wurde verlassen, okay. Wir können jetzt auch das Gebiet hier nochmal upgraden zu neuen Wohnhäusern. Nehmen wir uns einfach unsere 5-Star-Bewertung hier. Und hauen jetzt hier ein, zwei Gebäudchen mal hin. Dann den Rest hier wieder freigeben zum Bauen. Und dann entsteht da die nächste Hochhaus-Rotation am Ende, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.